In diesem Screencast wollen wir zwei wichtige Sachen anschauen, und zwar einerseits Data Binding, also wie Daten mit D3JS gebunden werden können, und andererseits anonyme Funktionen, wie das die Arbeit in D3 erleichtert. Dazu grundsätzlich mal auch noch ein Schema, bevor wir starten, damit ihr versteht, wie der ganze Ablauf gedacht ist. Also ihr habt eine Website. Die wird geladen. Daraus entstehen Elemente, eben diese HTML-Elemente, und dann werden je nachdem Daten an diese Elemente gebunden, und durch das werden zusätzliche Elemente geschaffen. Es werden die HTML-Elemente aktualisiert, oder es können auch Elemente entfernt werden. Und wenn dann der Benutzer einen Befehl eingibt, können es entsprechend auch wiederum neue Veränderungen an diesen Datenelementen passieren. Also es ist wichtig zu verstehen, Daten binden, das bedeutet immer, man verändert die Daten innerhalb dieser Website. Wie das genau aussieht, werden wir jetzt schnell anschauen zusammen an einem Beispiel. Dazu wieder das leere Gerüst, das ihr schon kennt, und wir werden jetzt als erstes mal eine Variable, ein Array erstellen. Und dazu einige Zahlen hinschreiben. Diese Zahlen werden wiederum in Ecken, Klammern, wie sie Arrays ja immer so sind, aufgezeichnet. Wir schreiben da wahllos einige Zahlen hintereinander und können mit dem dann mit diesen Zahlen Arrays spielen. Jetzt als erste wichtige Funktion von D3.js müsst ihr wissen, dass man damit sehr viel mit den Zahlen diese Arrays verändern kann. Wir schauen jetzt mal zum Beispiel ein Array an, wo wir das Ziel haben, eine Filterung von Zahlen vorzunehmen aus diesem Array. Also wir nehmen dieses bestehende Array SumNumbers und fügen dazu einen Filter hinzu. Filter ist ein Befehl von D3.js, der erlaubt, eben wie hier beschrieben ist, ein Array entsprechend zu filtern nach einem bestimmten Eigenschaften. Und da fängt es jetzt an mit dieser sogenannten anonymen Funktion. Wir schreiben hier Function, und normalerweise würde man jetzt den Namen hinschreiben, eine Funktion. Aber weil es eben anonym ist, braucht es gar keine Bezeichnung. Wir schreiben hier direkt das Attribut, das dann übergeben wird, rein und starten jetzt in geschweiften Klammern mit dieser Funktion. Also wir sagen, innerhalb von diesem Befehl bauen wir gleich eine Funktion ein. Wir sagen Return, das heißt, die Elemente werden zurückgegeben, alle, die entsprechend kleiner oder gleich 40 sind. Und wenn eben ein Element kleiner oder gleich 40 ist, dann soll es zurückgegeben werden, dann schreiben wir ein this. Und wenn nicht, gibt es nichts zurück. Und ihr kennt ja eigentlich so klassischerweise if, then, else. Damit es ein bisschen noch kürzer wird, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass nur mit einem Fragezeichen, if, wenn es das ist, wird dieser Befehl ausgeführt, oder wenn es nicht das ist, also das Doppelpunkt, heißt dann eben else, wird ein 0 oder ein leerer Wert zurückgegeben. Das schließt sich ab entsprechend, und dazu eben jetzt dieser Befehl. Das ist quasi diese Filterung der Arrays. Das alleine nützt aber noch nicht viel, weil wir müssen entsprechend jetzt auch noch die Werte zurückgeben, und dazu stellen wir sie dar mit D3. Mit D3 haben wir entsprechend die Möglichkeit, eben wiederum über Body die Diffs zu verändern, zu manipulieren, falls es Diffs hat, und wenn nicht, werden sie geschaffen. Und dazu sehen wir hier jetzt, als erstes werden die Datenelemente reingebunden, Data, und jetzt nehmen wir die smaller numbers, weil wir wollen die kleinen Nummern. Und jedes Mal, wenn ein solcher Element, wenn das Div noch nicht besteht, wird mit Enter werden quasi die folgenden Befehle ausgeführt.
Also wir haben jetzt als nächstes die Möglichkeit, ein Div hinzuzufügen. Mit dem Div, mit dem Befehl Append werden Divs hinzugefügt. Anschließend wird wiederum ein HTML-Inhaltstext ausgegeben, Function. Und da machen wir zum zweiten Mal eben eine anonyme Funktion rein. Da sagen wir, wir wollen einfach den Wert d zurückgeben. Und das machen wir, indem wir hier mit Return den Wert d auch dann wieder zurückspielen. Und so haben wir entsprechend, wenn wir das jetzt mal ausführen, sehen wir rechts die Filterung, die passiert. Also es werden quasi, dieses Array wird gefiltert nach Werten, die gleich oder kleiner als 40 sind. Das heißt, die 82 fällt raus und die 500. Und wenn wir das noch im DOM anschauen, ups, falscher Befehl, Inspect, dann sehen wir hier auch jedes Mal, wenn eine Zahl ausgegeben wurde, ist noch ein Div rundherum. Das ist eben auf diesen Append-Div. Und dann wird dieser Befehl ausgegeben und dann beginnt es wieder von vorne. Also das wird so oft wie iteriert, wie es diese Smaller Numbers, also alle diese Zahlen kleiner gleich 40 hat. Einen kleinen Kniff können wir jetzt noch machen, wenn wir jetzt nicht den Wert selber ausgeben wollen, sondern die Indexnummer, also an welcher Stelle die entsprechende Zahl auftritt in diese Smaller Numbers, dann gibt es die Möglichkeit, beispielsweise mit einem weiteren Befehl ein Span etwas ein Span hinzuzufügen. Also versuchen wir das schnell aus. Append Span und mit dem Span heißt es, wir fügen einfach ein bisschen Text hinten an und dann haben wir die Möglichkeit, jetzt nicht nur die Zahl selber, sondern eben auch noch den Index auszugeben. Und wenn wir das mit HTML und jetzt nochmal eine anonyme Funktion machen, also eine Funktion, die keinen Namen hat, sondern direkt die Attribute eingibt. Und in dem Fall haben wir D und nach dem Komma kommt I für Index, das ist der zweite Wert. Dann können wir dann in den geschweiften Klammern danach gleich die Funktion hinschreiben, die dann ausgeführt wird, ohne dann noch groß einen Namen erfinden zu müssen. Also Return, das heißt, nach jedem Wert soll man zuerst noch ein Leerschlag und ein Semikolon, noch einmal ein Leerschlag. Und dann hinten dran mit dem Plus können wir dann weitere Variablen hinzufügen oder so und haben da jetzt zum Beispiel das i, das wir hinzufügen. Und wenn wir dann auch die unnötigen Leerschläge weg haben, kommt entsprechend hier oben jetzt jeweils die Zahl 17. Das ist der erste Wert im Array Smaller Numbers. Dann die Zahl 9. Das ist der zweite Wert und sonst gibt es eine 1. Und die Zahl 40 ist zwar der letzte, aber weil es in diesem Smaller Numbers ist, die dritte Zahl, kriegt es hier eine 2. Deshalb, wie gesagt, können wir so einerseits die Werte mit d ansteuern oder wir können eben mit i können wir die Index, die Ziffern ansteuern. Das einfach mal jetzt so als Einführung, diese anonymen Funktionen in diese Syntax der if-then-else, wenn es etwas abgekürzt wird und eben die Filterfunktion, die hier von den Arrays von JavaScript ermöglicht wird. So, und jetzt haben wir alle Basics, wo es braucht, um tatsächlich ein erstes kleines D3JS-Skript zu starten. Und das werden wir in den nächsten Screencast anschauen.